Willkommen bei Kalia Foto. Ich stelle euch jetzt die AIEX Matbox M3 vor. Erstmal grundsätzlich dazu ein paar Worte. Es ist eine Matbox mit Aluminiumtoren, sprich recht robust vom Einsatz her, sehr professionell auch von der Ausstrahlung her. Wir haben Filtergewinde drin, sodass ihr je nach Wunsch mit Filtern damit arbeiten könnt. Von der Montiermöglichkeit haben wir auch hier, wie bei allen anderen Produkten, haben wir die Möglichkeit, Streben mit 15 mm Durchmesser einzusetzen und mit einem Abstand von ca. 6 cm, also auch wieder alles genormt, sodass die Matbox flexibel mit diversen Rigs einsetzbar ist. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher drauf ein. Wir haben an dieser Stelle bei der Matbox haben wir auch die Möglichkeit, hier hinten, wie bei unseren anderen Systemen auch, durch dieses System die Höhe individuell einzustellen. Auch das ist alles Metall bzw. Aluminium, so dass wir vernünftig und sicher arbeiten können, ohne dass hier irgendwas wegbricht oder dass man sich Sorgen machen muss, dass das Material irgendwie zugrunde geht. Hier die Tore, je nachdem, wie man sie einsetzen möchte, damit man die Einstreuung minimiert, damit man einen Spot setzen kann, ist auch. Die Tore sind aus Aluminium. Dieser Bereich ist aus einem sehr robustem Kunststoff gewählt. Und bei den Toren, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, haben wir hier an der Seite, haben wir Möglichkeiten, jeweils ein Tor abzumontieren oder auch wieder dran zu montieren. Das geht mit allen Toren und das ist auch recht einfach von der Handhabung, wie man hier sieht. Es geht mit zwei Handgriffen. Das geht mit dem oberen auch, weil wir hier die beiden Schrauben haben und mit dem seitlichen genauso. Dann haben wir noch hier die Möglichkeit, die Tore jeweils zu verstellen und hier dann auf der Position, dann, wenn man das so haben möchte, dann festzuschrauben mit solch einem Gewinde, so dass man auch sich sicher sein kann, dass die Position der Tore beibehalten bleibt. Das geht auch mit allen drei Toren, die haben jeweils ein eigenes Gewinde. Das sehen wir hier. Und das ist interessant jetzt auch noch für Leute, die mit Filtern arbeiten möchten. Wir haben hier ein Filtergewinde, auch ebenfalls hier mit Standardgewinde, die dann hier reingehen. Davon haben wir zwei und das zweite ist flexibel. Das können wir drehen, je nachdem, wie wir es brauchen. Jetzt habe ich es mal hier. Jetzt drehen wir es wieder, stecken wir es rein und können es jetzt auch aber mittig benutzen. Also wir können auch beide mittig benutzen oder halt das, wie gesagt, das hintere kann man auch drehen und je nachdem, wie man es braucht, einstellen. Die Matbox hat selbstverständlich dann noch die Möglichkeit, hier durch diese drei Ringe, die würde man je nach Objektiv einsetzen und hier hinten übers Objektiv stülpen und dann das Objektiv hier rein, so dass man auch Streuung von der Seite, wenn das Objektiv drin ist, vermeidet, so dass das Objektiv wirklich dicht verpackt ist. Dafür hat man dann verschiedene Durchmesser, so dass man auch hier mit jedem Objektiv arbeiten kann und schön eine Matbox hat, die für professionelle Einsätze einfach optimal gestrickt ist, weil ihr hier wirklich ein sehr robustes Teil habt mit Aluminium, Metall und robustem Kunststoff, was auch optisch auch nochmal, was ja auch wichtig ist bei manchen Produktionen, was hermacht.